Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot bei dem DLC Trunks, der hoffnungsvolle Krieger. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen. In der letzten Folge hat der Gohan seinen Arm verloren. Na, wir sehen es hier. Sehr traurig. Wer das verpasst hat, kann gerne mal reinschauen. Und jetzt wollen wir in dieser Folge mal einen schönen Tag machen. Wir haben ein bisschen genug vom Training. Ich und Gohan, also Trunks und Gohan, möchten jetzt mal ein bisschen angeln gehen gemeinsam. Damit wir ein bisschen abschalten. So, wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ob wir das auch wieder mit dem Saiyajin-Schweif machen. Oder wie wir das hier in dieser Zeitlinie machen. Immerhin hier, Trunks, immerhin hier. Josh, Kimari da na. Tekagen wa nashi da. Make nai zu. Boku datte make masen yo. Saate, ore wa doko de tsuruo kana? So, mal gucken, ob wir Gohan besiegen, zumindest beim Angeln. Ich bin mal gespannt, ob wir einen Saiyajin-Schweif benutzen oder ob das in dieser Zeitlinie ein bisschen anders ist. Schauen wir mal. Aber ich denke mal schon. Ja, nee, tatsächlich. Wir nehmen eine ganz normale Angel. Okay, prinzipiell ist es das gleiche wie bei der Hauptstory. Also von den Steuerungen her. Oh, 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 es... Zack, haben wir. Ah, okay. Ich dachte, drücke ich richtig. Ja, da haben wir einen großen, fetten Fisch gefangen. Trunks, sein Grinsen, sagt alles. Drei Fische brauchen wir insgesamt, das kriegen wir wohl easy hin. Finde ich cool, dass das nicht hier mit dem Saiyajin-Schweif gemacht wurde, dass das hier in dieser Zeitlinie, weil ja man auch ressourcenmäßig eingeschränkt ist hier, weil man ja nicht wirklich alles haben kann, hat man hier einfach eine einfache Angel. Finde ich cool, dass da zumindest bei diesem kleinen Detail daran gedacht wurde, ein wenig auch Abwechslung da reinzubringen, was ich ja wirklich sehr, sehr cool finde. So, letzten Fisch noch mal gucken, was auf uns zukommt. Oh, 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 ja. Super. Wortwörtlich. Ach, Trunks süß. Guckt euch den mal an, wie er grinst. So zufrieden, so glücklich. Sieht man Trunks eigentlich gar nicht. Was ist mit Son Gohan? Jetzt ist die Frage. What? Achso, ist insgesamt jetzt. Achso, das ist nur die von Son Gohan jetzt, okay. Trunks noch ruhig. Trunks hat mehr gefangen. Geil. Gohan-san, ich hab's so. Ja, ne, Trunks. Ore no Otousan yori mo umai kamo na. Sore de tsutta sakana wa dou shimasu? Sou da na. Onaka mo hitta shi. Yaite taberu ka? Dann wollen wir erstmal was essen. Diesen schönen Moment genießen. Ein Moment des Friedens. Oh, was ist das denn? Achso, das ist der Nachthimmel. さすがに食べ過ぎたかな。結構釣りましたからね。あ、そうだな。どうかしましたか？いや、いつものトランクスに戻ったみたいだな。 Der Alte. Ja, er war ja traurig, weil er wegen ihn hat der Gohan seinen Arm verloren. Er hat sich ja dafür die Schuld gegeben.別に気を使ったわけじゃないさ。これも修行の一つみたいなものなんだから。え、釣りをして魚を食べることがですか？そうさ。お父さんが亀仙人様から教わった亀仙流の教えだよ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。日々を楽しく暮らすこと。だれ、レイス。 Nur stumpf trainieren macht auch keinen super Helden.
Die Emotionen spielen da auch wirklich ein wichtiger Punkt ist das auf jeden Fall. その時はこんなひどい人と二人っきりで半年も修行続けるなんて地獄みたいだと思ってたけどね。ああ、そういえばその時は地球を襲撃しに来たベジータさんたちと戦うために修行してたんだっけ。そうだったんですか。そのせいでご飯さんがひどい目に。 なんだかすみません。でも今はそのベジータさんの息子の君と死をしてるなんてなんだか変な感じだな。ピッコロさんも俺を鍛えてくれるずっと前はお父さんと戦ったっていうし、不思議な運命を感じるよ。そうだ。 君には俺だけじゃなくずっとつないできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだ。ごはんさん。だから君は絶対に死んじゃいけない。死なないように俺が鍛える。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。Schreibt sich Gohan so ab. Finde ich sehr schade. すぐに俺よりも強くなれるさ。僕。 Warum steckt er alle Hoffnungen in Trunks? Ne? Es ist schade, dass der Gohan sich so selber abschreibt. Also möchtest du dich auch opfern, Son Gohan? Oh Mann. Warum tust du dich nicht einfach mit Trunks zusammen, Son Gohan? Finde ich ein bisschen schade. Zusammen werden die doch viel stärker. Trunks versucht zum Super Saiyan zu werden. Wow, was für eine Energie. Ikare. Motto ikarun da. Kusso. Dou shite Super Saiyajin ni narenai nda? Mou sukoshi da Trunks. Ore mo otousan mo Super Saiyajin ni naru no wa zuibun kurou shita sa. 前も言ったと思うが、スーパーサイヤ人になるきっかけは怒りだ。これはピッコロさんやクリリンさん、みんなが人造人間に殺されて、それを思い出しているうち切れた。ああ、そうやってスーパーサイヤ人になれたんだ。君にはベジータさんの血が流れている。そのうちスーパーサイヤ人になれるさ。絶対にな。はい。 Noch ein Kampf. Gohan einhändig. Mal gucken, wie das aussieht, mit einer Hand zu kämpfen. Also, ob das Modell auch wirklich so umgesetzt wurde oder ob das einfach nur irgendwie was verändert wurde. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir gucken, aber es sieht so aus, als wäre wirklich Gohan mit einer Hand nur am Kämpfen tatsächlich. Wahnsinn. Finde ich sehr klobig, wie Trunks so sich bewegt. Immer noch tatsächlich. So. Schön ausgewichen. Rein da. Volle Kanne jetzt. Wow. Vollgangriff. Irgendwie klappt das immer nicht. Habe ich auch bei der Hauptstory nie hinbekommen mit dem Vollgangriff. Jo, jetzt Versuch Nummer 2. Ich drück mal ganz schnell drauf, mehrmals. Oder muss ich das gedrückt halten? Irgendwie klappt das immer nicht. Ich habe noch dafür keine Lösung gefunden, ganz ehrlich gesagt.
Jetzt wird's eng. Jetzt haben wir nochmal teleportieren können. Komm, Gohan. Das kannst du besser, mein Besser. Für uns sieht das aber jetzt auch nicht so ganz prickelnd aus. Und wir haben auch nichts zu heilen, ne? Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Oh. Oh, ist der stark, ne? Toll. Ah, das sieht nicht gut aus. Ist halt echt mies. Ohne Vita-Drinks oder Heilmittel. Finde ich ja doch ein bisschen schade. Oh nein, ich habe falsch geklickt. Gohan macht uns wirklich noch Probleme am Ende. Jetzt hoffe ich, dass wir mit dem Boost ihn irgendwie fertig machen. Okay, das sieht gut aus. Okay, er kriegt sogar noch Schaden durch. Dadurch, dass er gegen die Berge da stößt. Durchstößt quasi. Aber wir haben es geschafft, sehr, sehr gut. Arigato gozaimasu. Ja. Levelaufstieg? Ja, tatsächlich. Ein Levelaufstieg war da drinnen. Super Saiyajin ni nareba, motto tatakaeru no ni. Sore datte mou sugu nareru sa. Kikkake sae areba. Oh. Die Cyborgs wieder bestimmt. Miyako ga Jinzo ningen me to to der nächsten Stadt schon. Ondo koso. Gohan mit einer Hand in Super Saiyajin Form. Sono karada ja. Oh nein, Gohan. Trunks, kimi wa koko ni iru nda. Ina. Iya da. Gohan-san ga iku nara boku mo iku. Mou juubun tsuyoku natta hazu da. Trunks, jinzo ningen no chikara wo amaku miru na. Mou ashite matou ni wa narimasen. Boku, Gohan-san to issho ni tatakaitai in desu. Okay, das ist nur eine Taktik, Leute. Eine traurige Szene. Er fängt ihn sogar noch auf. Oh nein, Son Gohan, opfer dich bitte nicht, mein Bester. Wieso opfert er sich? Er kann die doch einfach, die Stadt einfach lassen, dass sie zerstört wird, weil gegen die Cyborgs kommen die eh nicht an. Weißt du, Leute, wie ich das meine? Ich meine, kann doch eh zerstört werden. Son Gohan, Krieger der Hoffnung, Saga. Komm, mit Seelenabzeichen. 3 Level haben wir dazu bekommen. Was sagt er? Vielleicht kann ich die Cyborg nicht aufhalten, aber du würdest mich jetzt nur ablenken, solange ich weiß, dass du nicht fällst. Das kann alles geben. Oh Mann, Gohan. Finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Community Seelenabzeichen möchte ich ja mal nehmen. Finde ich halt schade. Eigentlich kann Gohan, sich, sag ich mal, zurückziehen. Trainieren die ganze Zeit zusammen. Und irgendwann, wenn es denn soweit ist, und mit Goku würde er auch einen Buff kriegen, wir haben einen Bonus bekommen. Ja, was ich vorhin meinte, also die können sich doch beide zusammen zurückziehen, weil es bringt doch nicht, dass Gohan sich jetzt opfert und dann, ne, ist Trunks ganz alleine. Ist doch auch nicht verkehrt. Also ist doch auch verkehrt, sag ich mal, zum Gohan. Die Idee dahinter ist ein bisschen schade, aber naja, wir haben keine Wahl. Wir müssen uns gegen die Cyborgs stellen, ganz alleine diesmal. Ganz, ganz alleine, Leute. Mit einer Hand.
もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ、俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。 Diese bösen Cyborgs. Oh, voll ein Kick in die Fresse. Diesmal würden die ihn töten. Oh Mann. Mit einer Hand auch noch. Armer Gohan. Dass Son Gohan sich so sicher ist, dass Trunks so viel stärker wird. Er sagt, selbst wenn ich sterbe. 1 gegen 2, wirklich sehr unfair. Die sind 2 Level sogar höher als wir. Oh Mann, das wird nicht leicht. Gegen 2 gleichzeitig. Fair sind diese verdammten Cyborgs auch nicht. In der Hauptstory waren die wenigstens so fair, dass sie gesagt haben, 1 gegen 1. Und die waren auch deutlich stärker als diese Cyborgs. Hier hatten Super Saiyajin zumindest eine Chance, ne? Und da bei der Hauptstory ja nicht. Aber trotzdem sind die blutrünstiger. Obwohl die schwächer sind, sind die viel böser, unfairer und gemeingefährlicher. Boah, weiß nicht, ob das eine gute Idee war, ohne Heilmittel und so weiter hier zu kommen. Die haben mich mal wieder drängt. Was ist das für ein Schutzschild? OP, ey. Boah, die verfolgt uns ja mit der Attack hier. Es nervt halt, ne? Zwei Leute sind wirklich nervig. Da muss man sich auf jeden Fall anstrengen. C18 macht nur Fähigkeiten. Wirklich sehr, sehr nervig. Wollte ich lieber erstmal C18 umbringen? Ich weiß das nicht. Weil sie macht halt wirklich nur Fähigkeiten. Ich weiß ja nicht, ob es bei dem anderen auch so ist. Bei C17. Das wird so nichts. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall den Kampf abbrechen. Und dann mit Vita-Drinks wiederkommen. Denke ich zumindest. Aber wir schauen mal. Wir versuchen mal. Vielleicht verlieren wir. Vielleicht müssen wir auch verlieren, nicht gewinnen. Ich weiß das nicht. Schauen wir mal. Oh, beide gleichzeitig hauen wir jetzt einen rein. Boah. Gohans. Ich finde das geil. Zukunfts-Gohan. Seine Kombos sind wirklich sehr, sehr geil. So, wir haben da wirklich keine Chance gegen ihn. Okay, aber ich glaube, wir müssen trotzdem gewinnen, ne? Nach dem Kampf, wenn das wirklich so ist, dass wir gewinnen müssen, holen wir uns Vita-Drinks, weil das schaffen wir sonst gar nicht. Und dann mache ich als erster C18 fertig, weil die Tuse macht ja nur Fähigkeiten und das nervt. Gerade wenn man kämpft mit dem C17. Guck mal. Boah, beide sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr unfair der Kampf. Eins der schwierigsten Kämpfe, wie ich finde, aktuell. Also nicht der schwerste, aber eins der schwierigsten. Okay, ah, wir sind tot. Gescheitert. Ja, da haben wir keine Chance. Wir müssen auf jeden Fall... würde ich sagen... einmal alles laden. Dann werde ich... die 10 komplett überspringen natürlich und dann hole ich mir erstmal ein paar Vita-Drinks. Das hat doch so gar keinen Sinn. Das hat wirklich so gar keinen Sinn, Leute. So, warte mal. Oh, warte, das war nicht das, was ich wollte. Warte. Oh, muss ich ja wieder diese Angelzähne machen. Nee, das wollen wir nicht. Oh, nicht speichern, sondern laden. Oh, ich hoffe...
Ich hoffe jetzt, dass das trotzdem gespeichert ist, soweit, dass wir die Angelszene zumindest überspringen können. Oder dass sie schon beendet ist. Ja, sehr gut. So. Gut, Trunks liegt auf dem Boden. Wir gehen erstmal ein paar Vita-Drinks kaufen. Und was essen gleich zum Buffen. Habe ich die Community-Seelenabzeichen ausgerüstet. Das ist sehr wertvoll. Ja, haben wir. Das haben wir zumindest. Okay. Warte, warte, warte. Wo ist hier eine Einkaufsmeile? Da können wir auch einkaufen. Oder wir gehen lieber hier hin zur Sicherheit. Ich weiß ja nicht, ob das gleich den Kampf triggert, wenn wir dahin gehen. Deshalb werde ich erstmal einkaufen gehen und dann wiederholen wir den Kampf. Hä? Was war das? Ach so, ich kann gar nicht dahin. Ich muss dahin, quasi. Gibt's ja dann wenigstens ein Lagerfeuer, dass ich mir was zu essen machen kann? Sieht nicht so aus. Oh Mann, ey. Ich geh mal kurz hin und guck mal, ob ich einkaufen kann. Bevor ich zum Kampf selber gehe. Ja, ich hoffe. Da ist es. Zumindest können wir einkaufen. Und das ist auch der Koch, glaube ich, ne? Vita Drinks, genau. Vita Drink M. Wir haben 3000 noch. Das ist nicht viel. Sollen wir so zum Großen nehmen? Zwei große? Drei große, komm. So, verkaufen. Haben wir was zu verkaufen? Heillimonade. Das haben wir eigentlich auch alles. Das können wir doch auch alles mal nehmen. Aha, okay, das werden wir natürlich gleich. Warte mal. Nee, nee, ich lasse das mal erstmal. Okay, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass wir noch ein paar Sachen haben. Was ist mit Essen? Nee, kann ich jetzt nicht mehr kaufen. Da reicht die Kohle nicht. Bisschen schade, dass wir uns nichts zu essen reinschmeißen können, weil die sind ja wirklich sehr, sehr stark. So, die rüsten wir jetzt erstmal auf. Aus. Die nehme ich mal auf zwei. Heillimonade, ein Getränk mit starken Heiligeigenschaften, sein fantastischer Geschmack zu lassen, erfrischt fühlst. Okay. Das rüsten wir bei 4 aus. Ultra-Heil-Limonade. Dann nehmen wir noch so eine Ultra-Heil-Limonade. Energie. Dauert eine Weile, ist aber sehr effektiv. Dann nehmen wir das noch auf die 1. So, was ist mit Essen? Können wir das ausrüsten? Haben wir jetzt nichts zu essen? Oh. Warte mal, ich guck nochmal, Leute, damit wir uns wirklich sehr, sehr gut darauf vorbereiten. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Nirgendwo, tatsächlich. Ah, ja, okay. Also da hinten ist was, aber da kann ich halt nicht hin, weil Gohan dreht dann um, weil er sagt, ich muss. Ja, es gibt kein Zurück. Wir müssen als Gohan hier kämpfen, tatsächlich. Ich werde jetzt erst einmal speichern. Weil jetzt haben wir ja diese Sachen gemacht, die wir natürlich nicht wieder machen möchten, wenn wir versagen. Warte mal, dann Gohan mal ausrüsten mit. Ne, das ist alles okay eigentlich. Super Drachenflug. Super Fähigkeiten. Der ist ja komplett. Seine Skillung ist ja komplett. Da habe ich ja gar nicht drauf aufgepasst. Der ist ja komplett ausgestattet. Okay, da können wir dann auch nichts machen. Okay, Gohan. Lass uns zu diesem Kampf. Das wird wirklich ein trauriger Kampf, aber diesmal sind wir auch vorbereitet. Sollte diesmal auch klappen. Wir überspringen das, weil das hatten wir ja vorhin schon gesehen, die Szene. Los geht's! Und C18 erstmal. Die gingen mir so auf den Sack in ihren Fähigkeiten. Die gingen mir wirklich auf den Sack in ihren Fähigkeiten. Jetzt hauen wir da richtig rein. So, jetzt machen wir richtig Schaden. Ihre Stimme, ey, wie sich das anhört. Beide gleichzeitig, sehr, sehr geil. Diese Stimme, ey, wie sich das anhört, Leute. Als würde sie ersticken oder so.
So, noch ein bisschen Schaden machen. Jetzt, wo ich C18 als erster fokusse, ist der Kampf. Obwohl, nee, ich nehme das zurück. Aber ich meine, C18 hat viel mehr Fähigkeiten gemacht. Oh, wir haben betäuscht. Wir nehmen schon mal so ein Energy-Ergänzungsmittel, weil das heilt uns ja über Zeit. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Das muss man relativ früh nehmen, weil da dauert ja bis mit der Heilung. Weil da kriegen wir nicht eine direkte Heilung, sondern über Zeit so eine Heilung. Ich nehme mal hier so ein Energie-Dings da. Ergänzungsmittel. Boah, sind die nervig. Oh, ich wollte eine Kamehameha abfeuern. Energieergänzungsmittel nochmal genommen. So, jetzt boosten wir uns. Jetzt rein. Ich wollte nochmal so ein Energieergänzungsmittel reinschmeißen, bevor ich mich da reinbegebe. Vita Drink groß habe ich eine genommen. Jetzt ballern wir sie weg. Boah, dieser C17 von hinten, ey. Das ist so unfair. Ich brauche kein Ergänzungsmittel mehr. Also Energieergänzungsmittel. Oder Nahrungsergänzungsmittel. Boah, sind die nervig, Leute. Ihr glaubt es nicht. Wirklich sehr, sehr anstrengender Kampf. Oh, diese Fähigkeiten von überall. Oh, jetzt auch noch die verdammte Fähigkeit. So, die hat schon nur noch den gelben Balken, also sprich zwei Lebensbalken noch, die gute Dame, dann haben wir sie. Oh nein, jetzt wurden wir wieder betäubt. Oh, ist das anstrengend, der Kampf. Der ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Weil halt einer mit seinen Fähigkeiten kommt und der andere, ne, mit seinen kämpferischen Fähigkeiten. Boah, bin ich froh, wenn ich die irgendwann wirklich ausradieren kann. Jetzt boosten wir uns. Jetzt, Leute, mal müssen wir sie fertig machen. Diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Boah, dass sie sich in dem Bereich immer noch verteidigen kann, obwohl sie in diesem Fähigkeit drin ist, ne? Während ich sie in einem Combo drin habe, kann die verdammte Tuse sich noch da raushauen. Boah, ich bin so abgefuckt von denen, ganz ehrlich, Leute. Boah, wir sind schon wieder tot. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Okay, die sind in diesem Berserker-Modus. Wir müssen aufpassen. Wenn dieser Berserker-Modus alle ist, dann haben die keine Chance. Jetzt drehen die halt richtig durch, gerade am Rad irgendwie. Jetzt! Oder? Ja. Jetzt kann ich beide sogar gleichzeitig attackieren. Ja! Wir haben gleich zumindest eine. Mit den Heildingern, das reicht auch nicht mehr, das wird eng. Aber wenn wir einen erledigen, Mann. Wenn wir einen erledigen, Leute, dann ist der Kampf easy. Sie muss raus, dann haben wir den Kampf. Oh nein, diese Fähigkeiten überall. Jetzt boosten wir uns. Und dann machen wir sie fertig. Hoffe ich. Wir haben nicht mehr richtig was zu heilen. Also müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Oh. Ey, ich konnte in meinem Boost-Modus nicht eine Combo landen, ey.
Mann, das ist ein anstrengender Kampf. Das ist wirklich ein sehr anstrengender Kampf. Wir haben sie fast, Mann. C17, gib uns. C17 ist wirklich nervig. Immer. Oh, ist das nervig. Wir haben auch nichts mehr zu heilen. Jetzt habe ich eine fast mit Ach und Krach besiegt. Ne. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Leute, das gibt's doch nicht. Ist die stark. Mir fällt gerade eine Strategie ein. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Mir ist aufgefallen, dass gleich am Anfang, als ich C18 fokussiert habe, C17 noch nicht so viele Fähigkeiten gemacht hat. Ja? Kann das sein, dass ich hin und her switchen muss? Dass man sagt, ja, mal greifst du die an, mal greifst du die an. Und dadurch haben die so eine Fähigkeitenpause, dass sie halt nicht die ganze Zeit die Fähigkeiten machen. Kann es das sein? Na, kann sein natürlich. Werde ich gleich auch mal testen, aber es ist halt dann, zieht sich der Kampf noch mal viel länger, weil muss ja halt noch beide erledigen auch irgendwie. Was habe ich hier noch? Schicke Kette. Die verkaufen wir. Die haben sogar 5 Stück davon. Oh ja, das wird Kohle bringen. Damit können wir uns so mal richtig eindecken hier. Vita dringt groß. Wir nehmen alles, was geht. 30 Stück, ey. 30 Stück. Ey, wenn das nicht reicht, ne? Leute, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist wirklich ein sehr anstrengender Kampf. Vor allen Dingen, ich spiele mit Maus und Tastatur. Mit, ja, Controller wäre ich wahrscheinlich besser dran, aber naja, das. Habe halt keine Konsole und auf dem PC kenne ich mich noch nicht so gut aus. Controller aufnehmen, also Videos aufnehmen, dann das Spiel umstellen. Das ist alles nicht so einfach hier. Und jetzt haben wir das ja auch schon mit Maus und Tastatur angefangen. Also werden wir das auch zu Ende spielen. Jetzt fokussiere ich sie mal. Alter, dass wir in diesem Boost-Status so aufs Maul kriegen. Oh, ist das nervig, diese beiden. Mach ich C17 nochmal fertig. Oh, noch den Betäubungsschlag geblockt. Oh, diese Fähigkeiten da, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber wir werden es schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Mit 30 wieder drinks. Sollte das wirklich was werden. So, jetzt habe ich mal so ein Nahrungsergänzungsmittel genommen, zum Heilen quasi. Boah, können die nicht kämpfen, immer diese Fähigkeiten, ey. Und statt sie sich einfach Mann gegen Mann stellen. Ich meine, ich kämpfe schon 2 gegen 1. Okay, jetzt gehe ich da rein, ey. Das reicht nur mit euch. Boah, das macht einen echt sauer, dieser Kampf. Kann ich echt hier einmal sagen. Weil immer diese Fähigkeiten halt, ne? Das ist halt sehr key-lastig, dieser Kampf. Ich habe nicht eine Combo gerade gelandet. Das ist die erste Combo, die ich nicht mal zu Ende ausführen konnte mit diesem Boost-Status. Das ist doch zum Kotzen. Das kann doch nicht wahr sein, wie stark du bist. Okay, das hat gut Schaden gemacht. Diese Attacke müsste ich mal öfter treffen. Okay, wir sind jetzt schon am Arsch. Immer diese Fähigkeiten. Ich glaube, es war besser, C18 erst zu fuchsen. Weil die macht ja doch viel Schaden.
C17 hat wenigstens nur betäubt, so ein bisschen, ne? Aber dieser Kerl oder sie macht wirklich nur Ki-Attacken, die Schaden machen. C18 zu fokussen ist wohl besser. So, rein da jetzt, Mann. Mann. Oh. Ich will jetzt fertig machen. Ich glaube, ich muss das echt abwechselnd machen. Mal den hauen. Ihr seht, jetzt kommen keine Ki-Attacken die ganze Zeit. Das hat wirklich was damit zu tun, dass man die hin und her switchen muss. Ja, das bringt wirklich was, da zu switchen. Jetzt switchen wir wieder auf den C17 rüber. Okay, jetzt haben die aber diesen roten Aura wieder. Wir müssen wirklich aufpassen. Ausweichen. Jetzt haben die Energie verloren. Jetzt können wir rein, Leute. Jetzt kommt sie wieder mit Fähigkeiten, ne? Oh. Fokus sie wieder. Ey, ich habe doch sie mit der Kamehameha getroffen. Wie kann sie da noch eine Fähigkeit raushauen, Leute? Versteht das immer, wer will, ne? Ja, man muss immer umswitchen. Das ist die Strategie hier. Ihr seht, jetzt kommen erstmal wieder keine Ki-Attacken. Wenn man einen die ganze Zeit machen lässt, macht er die ganze Zeit diese Ki-Attacken. Jetzt kommt C17 mit seinen Ki-Attacken. Jetzt macht sie Betäubungsschlag. Jetzt boosten wir uns gleich. Und dann werde ich C18 einmal in die Schranken weisen. Jetzt geht's rund, Leute. Jetzt ballert's richtig. Schöner, schöner Kombo. Jetzt wurden wir betäubt wieder. So, jetzt gebe ich hier nochmal die restlichen Kombo, was wir noch übrig hatten. Das war's jetzt mit Boost-Modus. Aber sie haben wir jetzt gleich. Endlich mal. Oh. Oh, bloß nicht sterben. Die sind halt in diesem roten Aura. Berserker-Modus, sag ich da mal zu. Und das ist wirklich so ein Modus, wo wir vorsichtig sein müssen. Sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Folge Ki-Energiestrahl. Mit einer Hand. Oh. Okay, jetzt sollten die gleich aus dem Modus rauskommen. Mit einer Hand. Guckt euch das mal an, Leute, wie schnell der mit einer Hand ist. Laden wir uns mal ein bisschen auf, nutzen die Chance. Und nochmal schnell Feuer-Ki. Das nutzen wir jetzt aus. Beide gleichzeitig, Leute. Rein da jetzt. C18 mal erledigen endlich. Sie hat nicht mehr viel Leben. Ein Balken nur noch, dann haben wir sie. Ich booste uns gleich einmal. Einmal voll boosten. Und jetzt, Leute, müssen wir sie mal fertig machen, endlich. Boah, sie hat die halbe Kombo abgeblockt. Noch eine Kombo, noch so eine Kombo, dann haben wir sie. Dann haben wir die erste. Hexe. Meine Fresse, ist sie anstrengend. Ey. Ist dieser Kampf allgemein wirklich anstrengend? Jetzt ist der alleine, der kleine Pisser. Jetzt machen wir den fertig, Leute. Jetzt gehen wir den mal richtig so die Kante. Na, du kleiner Pisser, jetzt alleine kannst du nichts, ne? Meine Güte, Leute, macht dieser Kampf einen mad, ey. Wirklich. Schön.
Er hat diese Berserker-Modus, wir müssen aufpassen. Okay, dieser Berserker-Modus ist halt richtig nervig. Jetzt hat er keine Energie mehr, jetzt können wir rein. Das ist unsere Chance, das müssen wir nutzen. Jetzt boosten wir uns. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben jetzt kurz vorm Ende. Einmal boosten und jetzt gehen wir in die Kante. Das war's, C17. Wir machen dich jetzt einmal fertig. Meine Güte, ist der Kampf anstrengend. Also wer in dieser Szene ankommt oder dieses Spiel überhaupt spielen wird, Leute, ich gebe euch einen Tipp, abwechseln. Mal den angreifen, mal C18, mal C17. Immer hin und her switchen. Und dann habt ihr ja gesehen, war das auch weniger mit den Ki-Attacken. Oh, ich musste nicht ganz umbringen. Okay. Endlich, ey, endlich. Gohan dreht durch jetzt. Masenko. Der Mondblitz. Finish. War das ein super Finish von mir oder war das eine Szene an sich? Im Spiel. Boah, wir haben nur B bekommen. So schlecht war der Kampf. 2 Level Up haben wir bekommen. Jetzt wird's traurig, Leute. Sehr, sehr traurig. Ich kenne das ja vom Anime. Er hat keine Kraft mehr, der Arme. Letzter Kraft nochmal zum Super Saiyan verwandelt. Wart nur die Hälfte? Der arme Son Gohan. Nochmal! Okay, jetzt mal ver... Wie soll ich die denn besiegen? Ganz im Ernst? Wie langsam wir sind, guckt euch das mal an. Was ist das denn für ein Kampf? Mal was zum Heilen? Ich könnte nicht mal Heilsachen nehmen. Was ist denn das für eine Szene? Die verteidigen sich noch nicht mal, stehen einfach nur blöd vor mir. Und ich bin total langsam. Was hat das zu bedeuten? Werden wir jetzt so verlieren quasi? Gohan kämpft mit letzter Kraft. Die Musik sagt auch alles im Hintergrund. Seht euch das mal an, die verteidigen sich gar nicht. Und die kriegen auch keinen Schaden. Wir töten uns. Oh nein. Wir haben verloren. Ich kann gar nichts mehr machen. Was für ein letzter Kampf, ey. Der arme Son Gohan. Das bricht mir wirklich das Herz, Leute. Was für eine dreckige alternative Zukunft oder eine Zeit. Gohan dreht nochmal zum Ende hindurch. Finde ich schade, dass Gohan nicht durchdrehen kann, wie in der Hauptstory. Er hat ja dieses Potenzial, wenn er durchdreht, wird er sehr, sehr stark. Habe ich bis jetzt nichts von gemerkt in dieser alternativen Zeit, leider. Gegen einen ist schon wirklich sehr unfair. Einen hätte er auf jeden Fall alleine fertig gemacht.
Gehe ich mal von aus. Nein, Gohan, nicht sterben. Oh nein. Damals schon Gohan. Nein, Son Gohan. Was für eine traurige Szene, Leute. In der Zwischenzeit, Trunks aufgewacht. Gohan ist tot. Oh Leute, ist das traurig. In dieser Szene war ich wirklich immer schon traurig. Trunks hat 2 Level dazu bekommen. Irgendwas stimmt da nicht, ja. Sein letzter Freund, Saiyajin-Freund auf der Erde von Trunks ist tot. Trunks, der einzige Saiyajin, der übrig geblieben ist. Da ist Son Gohan. Er denkt, er ist bewusstlos nur. Oh Mann. Das fand ich schon im Anime schon sehr traurig, diese Szene. Wirklich sehr, sehr traurig. Gohan-san. Gohan-san. Oh Mann. Gohan-san. Oh Mann, Leute, was für eine traurige Szene. Und jetzt wird er auch noch zum Super Saiyajin. Durch die Wut über den Verlust von Son Gohan hat sich Trunks zum Super Saiyajin verwandelt. 4x S, 1x B. Ja, der Kampf gegen C17 und C18 war auch wirklich sehr, sehr schwer. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Trunks war zuini Super Saiyajin ni naru koto ga dekita. Da ga sono daishou wa keshite chiisai mono dewa nakatta. Sore kara yak 3 年後、人類の敵そしてご飯の仇である人造人間を倒すためただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた希望をつかめ人造人間との最終決戦 Die Hoffnung bleibt das Ende der Cyborg Apokalypse. ただいま、母さん。おかえりトランクス。修行の調子はどう？うん。自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。あの時のゴハンさんくらいの強さの実感を。うん、その顔はうまくいってるみたいね。でも油断は禁物よ。はい、分かってます。そう、だったらいいけど。ああ、そうそう。こっちももう少しでタイムマシンが完成するのよ。In die Hauptstory quasi dann reisen, wo dann Freezer quasi erledigt wird. Time Machine. Ah, wakatte ryo. Sasuga kaasan desu ne. Kore ga kansei shitara, anta wa mazu kako no Son-kun, Gohan-kun no otousan ni shinzō-byō no kusuri wo watashite hoshii no. Das Herzmedikament, genau. Das ist der Vorspann zu der Hauptstory. Vor den Cyborgs und nach dem Freezer-Saga. ソン君たちの戦いを応援しながら研究するの。そこで人造人間の弱点や倒す手がかりを掴んでこの世界で生かしてほしいのよ。でもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよね。ええ、多分ね。そう、父さんだってご飯さんだって生き返りはしない。
それに過去に戻らなくたって今の俺なら人造人間を倒せるはずだ。 Doch, du musst in die Vergangenheit, Trunks, tatsächlich. あ、そうだ、トランクス。ちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど。頼み事？何ですか？あんたなら簡単な用事よ。さっきタイムマシンがもうすぐ完成しそうって話をしたでしょ。だけど大事なパーツの原料が足りなくなってね。 Ach, wir müssen wieder irgendwas finden, Leute. Das war ja abzusehen. あんたに取ってきてもらおうかなと思って。 Wieder irgendein Teil irgendwo finden. どこに行けばいいの？ファオズ山よ。ごはんくん、というか父さんの家があるところ。わかるわよね？あ、はい、大丈夫です。原料が取れる詳しい場所は忘れちゃったのよ。父さんか牛魔王さんに聞いてみてくれないかしら。Ja, das war ja klar. Wäre auch zu einfach gewesen, direkt jetzt in die Vergangenheit einfach so reisen zu können. Reiner Kristall, das brauchen wir. Ja, da würde ich sagen, Leute, Ulmas F&E wurde freigeschaltet. Entwicklung mit Balkan. Ja, das brauchen wir alles nicht. Trainingsraum wurde freigeschaltet. Okay. Super Saiyajin ist verfügbar. Trunks ist jetzt ein Super Saiyajin. Wir haben Gohan verloren. Wirklich eine sehr traurige Folge, wie ich finde. Auch aber eine epische Szene gleichzeitig. Ein sehr anstrengender Kampf, wie ich finde. Als Son Gohan gegen beide Cyborgs gleichzeitig. War es wirklich sehr schwierig. Wir haben es aber geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bitte ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Für diesen harten Kampf ist das hier hoffentlich drin. Danke, Leute, danke. Und somit bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.